Und es geht wieder zurück in die Küche und zwar weiter bei meinem jetzt schon fast Lieblings-Battle-Royale-Spiel. Ich habe wieder Sprechen vergessen, denn ich finde das Spiel so geil. Ich mache jetzt wahrscheinlich so mindestens 5 Folgen am Stück. Die Duelle sind auch immer so in etwa bei meinem Skill 10 Minuten, was mir relativ gelegen kommt. Das ist eigentlich eine schöne Füllmasse, falls ich im Sommer keine Videos aufnehmen kann, weil es zu heiß ist. So, Nudelsieb auf und los, das Spaghetti-Monster, fliegende Spaghetti-Monster verlangt Tote. FG42. Luger. Leider nur FG42 Magazin. Eine richtige FG42 wäre mir natürlich lieber. Ist sie hier nicht vielleicht noch? Ah, schade. FG42 war einfach zu cool zu haben. Egal. Rudis Geist wohnt in dieser Luger. Rudi wird mich beschützen. Natürlich daraus, wo man weniger Lärm macht. Ich glaube, am Anfang ist man immer relativ allein. Das Ganze ist nicht relativ groß. Man hat hier endlich mal genug Zeit, sich auszurüsten. Ach, leider auch schon wieder nur ein Magazin. Und zwei haben sich selbst. Wie machen die das? Hier töten sich andauernd irgendwelche Leute selbst. Meinen die dann, dass sie keine Chance mehr haben oder so? Browning out of five. Browning out of five. Relativ. So. Das war aber schnell. Eigentlich muss man da jede Kugel einzeln reintun. Selbstladeflinte mit einem relativ interessanten Mechanismus. Und zwar langer Rücklauf des Laufes. Und zwar der Lauf wird bei dieser Waffe zurückgeschlagen. Mit dem Verschluss, dann wird der Verschluss hinten gehalten. Und dann geht der Lauf alleine wieder nach vorne. Und in diesen Gap sozusagen wird dann die neue Kugel eingeladen. Mega interessantes System. Ach, wir könnten Stiftung Schrotflintentest machen. Okay, mal gucken. Jo, also durch die Wolken sehe ich jetzt die Einschusslöcher nicht wirklich. Streut aber realistisch, das heißt, dass man hier nicht diese Call of Duty-Streuung hat. Okay, MP18, mal immer auf den Killfeed gucken, obwohl der Killfeed natürlich übel spoilert. Ah, ich glaube, das kann sein. Moment. Kann das sein, dass das Nachladen. Ach so. Das Nachladen ist ein bisschen komisch. Das glitscht irgendwie so ein bisschen nach. Aber. Ich renne hier schon aus der Zone raus, beziehungsweise aus dem Gebiet, wo sich gleich die Zone verengen wird. So, ich komme. Nee, M50 Rising Maschinenpistole. Das ist cool. Das ist so eine total hässliche Maschinenpistole, welche die Amerikaner teilweise noch gegen die Japaner eingesetzt haben. Das Ding ist wirklich mega hässlich und das wird mega komisch nachgeladen. PU-Scope. Ach ja, genau, PU-Scope. Das PU-Scope ist nämlich das richtige Scope, was damals auf SVT-40, SVT-38 und so weiter benutzt wurde. Und hier ist irgendwas lila. Luftwaffe Drilling. So, zwei. Da, doppelläufige Schrotflinte hat eigentlich noch einen dritten Lauf, wo man dann eine Gewehrkugel durch abschießen kann. Manual. Okay, ich habe das Ding scheinbar jetzt in der Benutzung mit der Gewehrpatrone. Das gefällt mir aber nicht ganz so. Die Browning ist schon ein bisschen cooler. Also interessante Waffen. Das war. Nee, Moment, ich habe die Browning gar nicht. Man darf nämlich manche Sachen beim Rennen nicht machen. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und wenn man anfängt zu rennen, dann bricht man manche Vorgänge ab. Okay, das ist ein Bunker. Ich mal sagen. Oh, ist die Tür laut. Wir haben Musin, Musina, Back Armor, Musin-Mehrladegewehr. Muss nach jedem Schuss repetiert werden, aber ich möchte gern dann. So, Musina, 8, nur 4 Schuss. Geil, Browning Autos ist cooler. Unpen Bullet Protection. Luftwaffe Drilling Magazin, obwohl das aussieht wie so ein AK-47 Magazin, also so ein Waffle Mag. Und ach, ich habe das. War das mein Knife oder? Ja, natürlich, macht das. Also welche Türen man wann aufmacht, das muss man sich, glaube ich, hier echt nochmal so ein bisschen überlegen. Aber da die Schrotflinte realistisch dargestellt wird, würde ich mal sagen, damit bin ich eigentlich gar nicht so im Eimer, also so unterlegen, wie ich das zum Beispiel in Call of Duty wäre mit einer Schrotflinte. Und es ist relativ nebelig, das heißt, neblig, das heißt, das schöne Wetter ist vorbei. Die schönen Tage sind vorüber. Ich habe Angst, dass mich da einmal einfach jemand aus dem Wald killt. Also immer schön hier in Büschung bleiben. So, das Tor ist zu. Das heißt, ich nehme mal den Haupteingang. Browning Auto 5 Magazine. Jo.
Largeback, die Gucci. What the fuck, Alter? Das Pirate Bread. Bringt mir irgendwie was, wenn ich irgendwas fresse oder so. Kann ich hier einfach sagen, hier. Items nearby, PU. Ach, das PU-Scope geht natürlich auf die Musina, also auf das Musin. Ja, obwohl nicht, dass das nicht das korrekte Absehen ist. Das hier ist das Absehen 2 aka T-Absehen. Aber ein Scharfschützengewehr zu haben, ist natürlich mal eine Premium-Angelegenheit. Ach genau, jetzt fange ich nämlich langsam an zu klappern. Und das nur für das Back-Armor. Ich finde, das lohnt eigentlich fast nicht, aber bei meinem Glück werde ich wahrscheinlich von hinten erschossen. Von da ab würde ich sagen, das geht noch klar. Also da war jemand. Alive 20. Denglish ist anwesend. Ich klappe aber immer. Eigentlich möchte ich für ein Back Armor eigentlich nicht klappern. Eigentlich würde ich nur wirklich für Front Protection klappern wollen. Und ich muss mich weiter beeilen. Die Bäume sind auch, wie die Natur hingekriegt haben, richtig geil. Also entweder, wie gesagt, das ist eine Mod sozusagen für ein anderes, größeres Spiel. Oder die haben einfach, es hat so ein richtig fähiger Landschaftsdesigner, so ein richtig fähiger Waffendesigner, haben halt so einen Lead Artist, also so einen Lead Designer, der voll abgecrackt ist. Aber wie süß so eine Hundehütte. Okay, hier war jemand. Schade, dass man sich nicht so ganz so schnell drehen kann. Also Nahkampf geht gar nicht mal so gut. Sondern noch ein Waffeleisen weggesnackt. Da geht es nicht raus. Ja, dann gehen wir den Weg rein, den wir rausgenommen haben. Und es läuft super flüssig. Ich sehe gerade hier, dass die FPS-Anzeige an ist. Mit Aufnahme 100 FPS ist ja mal Premium. Premium. Aber ich würde gerne jemanden sehen. Ich möchte gerne nochmal einen Gunfight haben. Das ist natürlich jetzt auch interessant zu wissen, wie viel Schaden hat so eine Schrotflinte. Da-dam-da-dam. Na, wo seid ihr? Musin drauf ist auch merkwürdig, dass das hier ist ja ein kurzes Musin. Das hier ist das Musin M38. Enemy. Das was zu bedeuten? Gibt es auch Verbündete oder so? Okay, da höre ich was. Automatisches Feuer hört sich nach Maschinengewehr an. So, mal gucken. Ah genau, wenn man ganz. Ach, jetzt habe ich es raus. Wenn man ganz kurz drückt, kann man hier die Iron Sights noch benutzen. Wenn man lang drückt, geht man hier in das Scope. Karte. Ja. Ich weiß nicht, soll ich campen? Ich bin halt immer so mega ungeduldig. Ich bin nämlich absolut eigentlich überhaupt kein Battle Royale-Spieler. Okay, da geht aber schon mal die Party. Bin jetzt natürlich nicht so ganz gut getarnt, dank der Premium-tollen Gucci-Tasche hier. Muss ich denn zielen? Muss ich auf den Dorn zielen oder auf den Strich, wo sich das trifft? Denn beim echten T-Scope, also beim echten T-Absehen, war das so geregelt, dass das Ding oben, also die ganze Nase, war dann zum Beispiel so für 200 Meter und das Ding darunter dann halt so für 500 Meter und ich kann hier nicht landen. M1A1 Thompson, also es scheint hier größtenteils wirklich Zweite Weltkriegs-Equipment zu sein, mit Ausnahme jetzt natürlich von. Na, was war's? Genau, sowas ganz Komisches. Eine AKM-47, was eigentlich total komisch ist, denn eigentlich ist AKM und AK-47 sind eigentlich zwei verschiedene Waffen. Ist hier jemand? Okay, der Typ mit der Thompson geht ab. Es gibt allerdings auch sehr, sehr seltene Schreibweisen, wo man dann AKM 51 schreibt, weil die AKM von 1951 ist. Unterschied dürfte eigentlich bekannt sein. AKM ist gestanzt, also Blechprägeverfahren. Und AK-47 ist halt, also AK-47 Typ 2 und 3 sind halt aus dem ganzen Block gefräst, weil die Russen Probleme hatten mit der Blechprägetechnik. Kessel 15 da. Gilt nicht mir. Trotzdem würde ich gern hier rein, weil. Ich möchte zur Action. Steuerung hat Gewöhnungsbedürfnis. Oh, wie hat mir. Alter, das war ja wirklich ein One-Shot-Kill. Try cook again.
Himself, sehe ich, mit was ich gekillt wurde? Nee, oder? Schade, egal. Trotzdem, diese Folge ist vorbei. 15. geworden. Na, gar nicht mal so mega übel. Obwohl, ich glaube, das ist die Hälfte. Ich glaube, man muss mindestens so unter die 10 kommen, damit das gut ist. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Dann könnt ihr hier das nächste. Ach so, könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Dann geht es hier zum anderen Kanal. Ein Video von dem anderen und ein Video von mir. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zugucken und sage bis dann.